So. Oder mal gucken, was der Kollege hier so zu verheimlichen hat. Warum ist das hier so leuchtend? Ja. Irgendwas? Nein. Unnötig. Okay, okay. Dann können wir mal. Okay. Da seid ihr flink unterwegs. Da müssen wir irgendwas zu holen. Da. Und da. Hey. Erwischt. Fuck, Alter. Oh, oh, bleib stehen. Hier raus? Nein, ist zu. Weg. Ui. Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden. Und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Zack, bin drin. Man sieht's nicht so gut, ne? Wo es lang geht. Eieiei. Muss ich denn da einfach wieder raus? Wahrscheinlich, ne? Komm her, Digga. So viel zum Thema automatisches Zielen. Loser-Zeichen ist echt wichtig. Ja, ich denke auch. Da wird sich, da wird man viel Verstecktes kriegen können, ne? Ja, das ist mir schon aufgefallen. Oh. Hey, 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 hey. Hallo? Na? Automatisches Zielen funktioniert nicht. Bescheuert. Doch, doch, ist aktiv, aber. Hä? Verstehe ich nicht. Wasser. Die Axt, ja? Okay. Mehr Effekt. Und schon hat er die Axt. Er ist so langsam. Ich nehme mir die Schrotflinte. Das ist mein. Meine Waffe. Hier liegt was. Ah, Feuer sieht man nicht im Loser-Menü. Tja, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Lass mal noch ein bisschen gucken. Schocken, stimmt, das habe ich noch gar nicht. Noch gar nicht gemacht. Gelesen habe ich es, aber ich habe es noch gar nicht benutzt. Ja, was?
Mann, wie ich das hasse, ey. Jetzt nehmen wir mal die Axt, glaube ich. So. Nächste bitte. Ah, die gehen kaputt, die Schocken. Das ist ja gut. Hallo, schnell. Schock. Und sich auch schocken. Oh. Okay, okay. Was gibt's denn hier drin? Dies ist die Luna. Ah ja. Schloss. Ich hab ein. Okay. Zwei. Das ist ein Loch in der Wand. Ja. Ich gehe. Es bleibt keine Zeit mehr. Ich hoffe, man kann da nicht ersticken. Das wäre ein bisschen doof. Okay, hier, da geht's raus. Raus. Kann man nicht, sehr gut. Dann gehe ich den Raum gleich noch absuchen auf dem Rückweg. Eine Elektroknarre freigeschaltet. Klingt schon mal gut. Was versteckt? Nee. Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major! Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können, aber vielleicht ist es etwas, was wir nutzen können. Na gut, wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Ja, ist krass. Ich habe Teil 1 und Teil 2 von Atomic Heart kommen morgen und übermorgen auf YouTube. Und da habe ich dann für Freitag habe ich schon einen Short gemacht, wo dann nur der Kühlschrank die ganze Zeit am Labern ist. So ein notgeiles Ding, ne? Da bist du ja, Schatz. Hammer. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja, mach mich fertig. Und bei Hi-Fi Rush ist auch so ein Kühlschrank dabei. Nicht mit solchen Sprüchen, aber der hilft dir dann halt. Die Steuerung zu verstehen. Aber steht überall auch so ein Kühlschrank rum. Ganz lustig. Ich war so einsam. Ich musste einfach ein wenig Dampf ablassen. Schluss jetzt. Nimmt das je ein Ende. Reg dich doch nicht über Kleinigkeiten auf, Schatz. Ich habe ein Geschenk. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter... Wie rausnehmen? Hä? Und die Soldaten, die Anlage verteidigen, versuchen stärkere Waffen zu erhalten. Hast du doch gebaut? Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Ach so. Da ist offen. Unmöglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Okay. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Gefällt es dir, Liebling? Energiewaffen verschießen keine Kugeln, sondern verbrauchen über eine Kabelverbindung die Energie deines Handschuhs. Oh jo. Ich habe mich sehr angestrengt. Quasi derselbe Effekt wie... Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Heng. Was aber auch nicht viel bringen wird... Ah, doch, ja, die kann man ja auch zu Tode schocken. Das geht ja auch. Tja, ja. Man kriegt doch nicht sonderlich viel erklärt, habe ich so den Eindruck, ne? Legt einfach los, aber so die kleinen Details hätte ich dann schon gern erfahren. Ah, hier.
Her damit. Natürlich muss der letzte Behälter tief im Quantenarschloch des Universums stecken. Passiert sowas auch anderen oder hab ich einfach Glück? Gibt's hier noch was? Abkürzung. Die Musik. Russische Schlager. Helene Fischer. Ah ja, der Raum ist das. Okay, jetzt. Jetzt habe ich wieder den Überblick. Ein seltsames Lied, aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeih. Ja, nix drin. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der... Ich hab noch einen. Ja, wird nicht erklärt, wie zum Beispiel, dass man die Kartuschen... Dass man die Kartuschen, habe ich erst kapiert, als ich schon... Ach du Scheiße. Das ist aber ärgerlich, ne? 25 Stunden und dann geschafft. Kriegst du es erst raus. Ich glaube, es funktioniert. Ja, aber schon der Hammer, oder? Das muss man doch kundtun. Dass da sowas geht. Puh, die Anlage ist riesig. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also... Wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Das Herz des Wawilow-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen... Aufgepasst! Schaut regelmäßig beim Fabrikator Nora vorbei und vergesst nicht, aktive Fähigkeiten zu lernen und eure Waffen zu verbessern, um auf Missionen so effektiv wie möglich zu sein. Pflanzen gelagert, um natürlich. Sie auf den Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Was machen die Knöpfe hier eigentlich? Da kam noch nie... Ach so, ist einfach nur wie eine Map quasi, wo man sich gerade befindet. Ne? Information. Dann hatte ich darüber schon, ist egal. Speichere Daten. Ah ja, okay. Das. Melodie erinnert mich gerade ein bisschen an Louis Define, Lou und die Kohlköpfe. Mit den Außerirdischen. Was ist mit dir? Bist du böse oder tanzt du nur? Gemerkt. Er hatte da aber noch eine Kiste, ne? Die... Oh, Scheiße. Oh, fuck. Gib mir was, gib mir was. Lass das, Charles, wir haben keine Zeit dafür. Oh.
ist das jetzt? Hä? Kommen die alle her? Elendes Stück Scheiße. Junge. Hier denn los? Hä? Was war das denn? Eieieiei. Komm ich da hoch? Ja, geht. Hörst du auf zu reparieren? Vorsichtig weiter. Ja, könnte meinen, wäre was. Seite. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus, als ob da was wäre. Goldenen, die machen mich schon etwas stutzig. Da. Aber okay. Oh, super, danke dir. Hab ich gar keine Meldung gekriegt? Hier wieder los. Na komm, vielleicht gleich mit Verzögerung. Oh, hier mit einem Schuss. Boah, Sau. Alter! Alter! Lass mich! Junge! Die wollten mich tatsächlich angreifen. Die haben mich voll in die Ecke gedrängt, ja. Wieso kriege ich ja keine Benachrichtigung? Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Border Alert. Alert. No. Aktualisieren. Mal gucken. Das war in der Tat ein böses Foul, ja. Aber die Axt war da schon hilfreich. Muss ich dir recht geben. Oh, Kamera. Konnte man nämlich schön hier einen Roundhouse-Schlag machen. Würde Chuck Norris jetzt sagen. Will ich. Buchse ich dich weg. Hack ich dich weg. Zack. Da kommt schon der Bot. Machen wir das. Kommen die jetzt so lange da drüben raus, bis ich da drauf klicke oder
What? Da geht's nirgendwo hin. Ja, und die haben schnell repariert, ne? Das wird bestimmt noch lustig nachher. Und dann mal, wenn man an der Oberfläche ist und ein bisschen was los ist. Ah, bestimmte Anzahl drin. Okay. Wahrscheinlich 5. Wenn ich mir die Lampen so angucke. Ja, das ist ja okay. Das geht ja noch. So. Erzähl was. Oh, ich muss schon wieder pinkeln. Verdammt. Für welche? Okay, warte. Laser? Da ist noch was. Oh, da steht eine Kiste. Gucken wir da von hier hin. Eigentlich schon, ne? Und hier war auch was. Hallo? Ja. Mitnehmen. Kiste. Dann müsste ich hier rein jumpen. Oh mein Gott. Ich bin immer so gierig. Das schaffe ich. Ah, oh, wie knapp. Das war sehr knapp. Naja, komm. Den Weg kennen wir jetzt. War hier noch was? Naja, ne? Versuchen da reinzuspringen, ne? Das schafft aber nicht. Ja, komm, ist egal. Ich muss mich auch mal zusammenreißen, ne? Nicht immer da rumgeiern sein. M.
Autorisierung. Major Nechal. Ah, wunderbar. Codename P3. Müll rausgebracht, ja. Oh, eben kamen schon neue fliegende Bots. Und zum Laserstrahl. Eieieiei. Ganze Munition verballert. So, das ist Herstellung. Bla bla. Bla bla. Man sieht ja auch nicht, wie viel Munition man noch hat, ne? Ist auch ein bisschen doof. Nervig Wahnsinn. Ah, das Ding kann ich doch auch noch was machen. Klinge. Stahlklinge. Einsatz von Supraleitern reduziert den Verlust eingehender kinetischer Aufprallgeschwindigkeit, wodurch mehr Energie pro Angriff regeneriert wird. Oh. Besser. Erhöht den Schaden, erhöht den aufgeladenen Schaden. Ja, komm, mach. Hau rein. Da fehlt jetzt eine Ressource, ja, genau. Was haben wir hier? Starker Hieb. Und Umschlag. Ja, das ist das, was ich da vorhin gemacht habe. Wie auch immer ich das gemacht habe. Wahrscheinlich gedrückt halten, ne? Dann werden das nicht, nicht umfallen. Oh, mach. Mach, hau rein. Ergonomischer Griff. Ja, wenn wir ihn haben, machen rein. Stuhl. Ja, da fehlt noch Ressource, okay. So, was geht hier? Wahrscheinlich auch nicht mehr viel, ne? Da geht nichts mehr. Boah, das war laut. Lauter Roller. Installieren. Den habe ich drin. Warum sieht man das so schlecht? Aber gut, ja. Verwirrend. Sehr verwirrend. Okay, Verschlussgehäuse. Fehlt Gedöns. Fehlt was. Ja, gewöhnt man sich sicherlich dran, ja. Das stimmt. Speichere Daten. Die PM, ja? Okay. 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 Oh, hier. Waffenergonomie. Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Okay. Kritischer Fehler des Sicherheitssystems. Alle Mitarbeiter sofort. Jetzt gucken wir jetzt wieder unten. Na, wo kommst du denn her? Ah, kurz Überblick verschaffen. Da unten muss ich hin. Hat mich entdeckt. Verstehen Sie? Na, da geht's nur wieder runter. Da muss ich da wieder hochkrabbeln. Hatten wir ja eben schon mal. Komm, komm.
Hä? Da kommen schon gleich die Bots. Da ist schon einer. Da ist schon einer. Oder der erste. Mal gucken. Oh, was haben wir denn da? Kisten? Oh, halt, warte. Ah. Ah, Mann. Wow. Wie im Film auf die letzte Sekunde. Sehr geil. Das war echt knapp. Feuerkartusche. Na, ich hab doch. Irgendwas? Irgendeine Waffe habe ich doch in der Kartusche. Kartuschenmunition dran gebaut. Ah ja, hier. Der Kantenmaler. Hilf mir da. Ja, da ist eine Kiste. Boah, das sind drei Kisten. Vier. Drei. Jo, dann. Machen wir das so. Oh. Ah. Ich wollte nicht ganz runterfallen. Ja, der Drecksack. Oh, nice. Da haben wir doch wieder ein bisschen Loot. Okay. Müssen wir garantiert. Drauf? Ja. Ja. Dank des Kantenmalers. Oder? Jetzt. Hey. Spring. Also ich finde die Steuerung nicht so berauschend, muss ich sagen. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Gerade beim Springen. Da klappt das nicht so. Hä? Ah, er fährt noch höher. Okay. Hallo? Wieso komme ich hier jetzt nicht weiter hoch? Das ist doch scheiße. Du musst doch da in der Lage sein, da hochzukrabbeln. Hey. Hallo, runter. Hallo. Was ist los? Die Steuerung gefällt mir nicht. Wirklich nicht. Ja. Darüber reicht's nicht. Mann, leck mich am Arsch. Hoch. Muss ich da hin, ne? Eieieiei. Ja.
Ach so, okay. Jawohl. Jawohl, ja. Kommen wir weiter. Was? Ich hab dich doch getötet. Ich auch. Och, Mann. Spiel, fang nicht an, mich zu nerven. Dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. Wie komme ich denn da runter? Ja, aber da waren doch gar keine Bots mehr. Ich habe die Bots doch kaputt gemacht. Trotzdem kam dann einer noch zum Reparieren, wa? Es ist denn gar keiner da. Hier komme ich auch im Leben nicht rüber. Ah ja, guck mal hier. Ich denke mal, da sind dann jetzt noch zwei Bots drin. So wie das aussieht, ne? Okay. Da kann ich runter. Greif doch zu! Verstehe ich nicht. Hier so schönes gibt. Nichts. Okay. Oh, hier. Ja, komm. Da war doch was. Hier noch? Nichts. Gut. Für später aufmachen, ne? Ja, warum nicht? What? Das ist neu. Ja, okay. Nee. What? Kommst du jetzt her? Kamera. War doch noch einer. Hey. Du hörst Bots, das ist krass. Also ich höre zwar auch was, oder hatte was gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob das jetzt Bots sind, die mich angreifen oder die da transportieren. Naja, komm. Da will ich jetzt aber mal gucken. Das kann ja nicht so schwer sein. Das sah aber eben noch anders aus. Okay. Das sieht doch gut aus. Nein. Einer nebendran. Okay, okay. Das jetzt stimmen. Hä?
Geht ja noch. Gut, da kommen wir aber her. Wir wollten ja nun mal aufmachen, ne? Für später. Kann ich nicht shoppen, ne? Ne. Ja, das ist oft so, ne? Erstmal kapieren, was sie von einem wollen. Und dann geht's auch irgendwie. Das war bei It Takes Two, war das manchmal eine Herausforderung, dass sie dann auch so kleine Rätsel lösen müssen. Zahlenrätsel und Kram. War das schon anspruchsvoll. Geht nicht. Später irgendwann. Kann man die später irgendwann kaputt machen? Wahrscheinlich, ne? Kann man klettern? Warum? Na, warte, ich mach erstmal hier auf. Erstmal mache ich hier auf. Nicht, dass ich da auf der anderen Seite gefangen bin. Raketenwerfer? Ich muss nach Hollywood. Immer schön knapp. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, warum man hier da krabbeln kann. Ja, das Schlimme ist, dass ich hier noch eine Latenz habe, ne? Über die Capture Card. Das ist schlimm. Bei Hi-Fi Rush war das die Hölle. Das ist ja so ein Taktspiel, ne? Du musst halt immer im Takt schlagen. Und um manche Gegner zu machen, musst du eine bestimmte Taktreihenfolge einhalten. Ähnlich wie bei Guitar Hero, sag ich mal. Boah, ich bin bald durchgedreht, ne? Weil die Latenz ist nicht wenig hier. Das ist wirklich nicht wenig. Ich hab's zwar einigermaßen hingekriegt. Mit hier Performance-Gedöns. Aber es ist trotzdem immer noch eine Latenz da. So, warum ist denn gelber? Wieder rüber. Was machst du hier? Nix. War das quasi unnötig? Man will dahin. Ah, ich wusste es. Nee, egal. Gehen wir mal weiter. Das Polymer. Oder erstmal gucken. Oh, hast du keine Direktverbindung? Ja, Mann. Das ist, ich habe eine Avamedia Mini, ne, so 1080p, bla bla bla. Und die Xbox steht 8 Meter in die Richtung ungefähr. Das heißt, ich habe 6 Meter USB-Verlängerungskabel. Dann kommt die Karte und dann nochmal 2 Meter an die Xbox. Schlimm. Wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Und mein PC ist halt schon... Ja, der wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Das heißt, da kommt da nichts hinterher. Da habe ich mächtig Probleme gehabt. Ich habe ja von November bis Februar musste ich eine Zwangspause machen.
weil nichts mehr ging. Ne? Da kam ein Update von Windows und ein Update von OBS. Das Office 28 war das, glaube ich. Und dann ging gar nichts mehr. Ach Gott, das war 100% Auslastung, hat nichts mehr funktioniert. War die Hölle. Ja, maximal 2 Meter eigentlich, wäre besser. Ich habe da hinten habe ich aber ein Playseat stehen. Ja, also nochmal einen großen Fernseher mit Rennsitz und Lenkrad und Schaltung und so weiter. Ich kann das nicht einfach umbauen. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber so geht's einigermaßen, sag ich mal. Das geht. Es war schon schlimmer. Definitiv. Es war schon schlimmer. Bin ich da hochgekrabbelt? Unnötigerweise. Krabbel ich wieder runter. Ja, ich hatte dann auch ein Mikrofon. Also ein anderes, billigeres Mikrofon. Nee, das Mikrofon hat funktioniert. Kamera. Eine. Habe ich eine Kamera dahingestellt, auch halt mit 8 Metern. Das hat dann nicht funktioniert, ne? Das ist klar. Das war dann viel zu weit. Habe ich dann geguckt, ich habe dann 2 Verlängerungen habe ich rausgenommen. Dann wäre es gegangen, aber da bin ich halt nicht an die Xbox gekommen. Also ziemlich blöd. Aber naja. Ja, Elgato ist top. Absolut. Absolut. Ich meine, die Avamedia ist auch nicht schlecht. Also, man kann so, bin ich zufrieden. Ist halt nur 1080p, 60 Hertz. Was hier aber reicht eigentlich. Ist halt nur über die Länge der USB-Kabel, ne? Der Verlängerung. Wo dann halt dieser Leck entsteht und dann ist der PC noch überfordert. Schlimm. Ja, genau. Da muss ich halt so ein bisschen behelfen. Aber geht schon. Das geht schon. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Du willst dich bewegen? Tu es nicht. Da mal wieder eine Uhr. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Gefunden. Es ist tatsächlich Petrov. Ich hab geahnt, gefunden, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Ich steh da hin. Schleudern. Verstanden, mein Junge? Verstanden. Ah, hier, da. Bin schon unterwegs. Ah, schade. Watchroom habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht eingerichtet. Ich habe über Y-Spot habe ich was drin. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Aber wenn ich in den Chat reingehe, mit dem Handy. Was sieht denn los? Dann habe ich da oben Latest Follower und Leaderboard. Wolfi, 30 Minuten. Genau 30 Minuten guckst du. Ich kenne das auch über
Rorschach. Was ist Full Age? Och jo. Also den Befehl kannte ich gar nicht. 8 Monate schon. Nö, kann schon sein. Ich denke mal über Ranger, ne? Wird das hinkommen? Das könnte passen. Stimmt. Stimmt, allein heute schon über eine Stunde. Ja, ja. Ja, aber ich habe auch noch kein Follow auf YouTube angezeigt gekriegt. Da scheint wieder irgendwas zu hängen. Sagte. Ja, stimmt. Warst du schon öfter da? Komm, in Ordnung. Follow Age ist. Das kannte ich gar nicht. Aber cool. Ja, es garantiert ist da wieder irgendwas, hängt da wieder irgendwas. War doch letzte Woche, ging über Stream Elements, ging gar nichts. Also wirklich gar nichts. Was wir dann am nächsten Tag wieder gefixt hatten. Vielleicht ist da auch wieder irgendwas. Ist das nicht? So, vielleicht. Einen rüber, genau, jetzt passt. Ja, ich kenne mich nicht so aus, muss ich sagen. Der Twitch-Kram und so. Ach, da bin ich wieder. Da bin ich doch durchgekrabbelt vorhin. Ja, am besten hinterher. Und erwischen nämlich nicht. Vermutlich. Ja. War doch gar nicht so blöd. Hat funktioniert. Hihi. Aber wo soll ich denn hin mit der Kugel? Ja, komm. Kann ich da noch schießen? Nein, da. Hm? Ach, da. Ah, da wo ich vorhin schon mal die eine Kugel drin hatte, dann muss ich die wohl alle befüllen, ne? Da war doch gerade die Kugel von da oben wieder. Dann gehen wir die Tür auf. Reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, ich trinke mal fremd heute. 4 Behälter.
Trotzdem ist Holy Energy besser, gesünder, günstiger. Alles. Ja. Und wo? Was? Hitzewerkstatt. Hitzewerkstatt ist hier. Anscheinend. Da will mich doch wieder irgendwas töten. Speichern. Ein bisschen Kopfschmerzen heute. Mal wieder. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3. Zugang. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich komme gerne mal bei dir vorbei. Gerne. Was hast du gesagt? Morgen, ne? Wolltest du... Morgen 18 Uhr, ne? War doch was. Haben wir gleich. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Ich werde auch vermutlich eher tagsüber streamen. Ne, Samstag, 18 Uhr machst du das Ding. Ja, ich guck gerne mal vorbei, auf jeden Fall. Ah, da, ja. Morgen. Ja, wunderbar. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Vielen Dank für dein Abo auf YouTube. Und dann sehen wir uns. Alles klar, dir auch. Dankeschön. Bye, bye. So, das ist dann wahrscheinlich. Wir gucken erstmal weiter. Was wir hier noch basteln können. Fehlt uns noch was? Sinn hier. Jupp. So. Den direkt verbessern. Haben wir hier noch? Achso. Eine Schrotflinte. Ja, klar. Why not? Why not? So. Was wir hier noch machen? Wenig Ressourcen wie vorhin. Gut, gut. Speichere Daten.